Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Unterhaching hat das Spiel mit 3:1 gewonnen. Die Tore fielen durch Hopsch, Keller und Krattenmacher. Für Rot-Weiß hat den zwischenzeitlichen Ausgleich Marvin Obus erzielt. Wir hatten 16.287 Zuschauer. Und nun begrüße ich herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich unseren Gast Marc Unterberger und Christoph Dabrowski. Und ich bitte unseren Gast um den ersten Kommentar. Bitte, Herr Unterberger. Ja, erstmal Servus in die Runde, wie wir in Bayern sagen. Wir hatten riesen Respekt vor dem Spiel. Wir haben natürlich die letzten Wochen auch verfolgt, was hier an der Hafenstraße möglich ist mit den Fans im Rücken. Wir haben die Entwicklung von Rot-Weiß Essen verfolgt, die uns in der Vorbereitung auf das Spiel natürlich nicht geschmeckt hat, weil sie sehr flexibel sind. Ich finde, man hat das heute auch stellenweise richtig gut gesehen. Ich glaube, die erste Halbzeit müssen wir dritteln. Es gibt die Phase bis zum Elfmeter und bis zum Platzverweis, in der ich meine Mannschaft besser gesehen habe, aktiver gesehen habe, kommen gut ins Spiel, haben damit das Stadion vielleicht auch nicht 100% zur Entfaltung kommen lassen. Nach der roten Karte treten wir unerklärlicherweise komplett aufs Bremspedal. Essen kommt richtig gut ins Spiel, haben, glaube ich, 4-5 Ecken in Folge, auch 1-2 Abschlüsse. Man hat richtig gemerkt, die Mannschaft möchte unbedingt den Ausgleich erzielen, was ihnen dann auch gelungen ist. Und muss man dann, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen, in der Phase kann es dann auch 2-1 für Essen stehen. Haben dann noch einen Lattentreffer. Das war so die Phase, wo wir überhaupt nicht am Platz waren. Haben dann eine Umstellung vorgenommen und mit dem Halbzeitpfiff ein bisschen glücklich dann, glaube ich, das 2:1 für uns. Und dann war eigentlich klar für die zweite Halbzeit, dass wir uns auf unsere defensive Stabilität verlassen wollen, Nadelstiche nach vorne setzen wollen, kontern wollen, nicht nur lange Bälle spielen wollen, weil das auch überhaupt nicht die DNA meiner Mannschaft ist. Sie kann richtig gut Fußball spielen. Ich glaube, man hat es beim 2:1 für uns gesehen. 6-7 richtig tolle Pässe, die dann mit einem Tor eben auch belohnt wurden. Und finde das, was in der zweiten Halbzeit trotz sehr vielen jungen Spielern auf dem Platz richtig reif und richtig gut gemacht haben, hatten nicht das Gefühl, dass das Spiel nochmal kippen könnte. Mit dem 3:1, glaube ich, war dann die Luft auch ein bisschen raus. Das hatten wir uns vorgenommen. Das hätten wir aber auch gebraucht. Also ich glaube, wenn du hier mit einem Treffer nur führst, ihr seid alle lang genug dabei, ihr wisst, Christoph, ihr wisst, was ihr könnt. Ich glaube, das ist verdient, unverdient ist im Fußball, finde ich, immer so ein schwieriges Wort. Der Platzverweis hat sicherlich den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, der uns zugute kam. Ich finde, dass die rote Karte, die Bilder nochmal gesehen, berechtigt ist. Dann ist es schwierig für Essen. Aber Hut ab, was ihr hier macht. Hut ab, was ihr für eine Fanbase habt. Hut ab, wie ihr als Verein euch präsentiert. Da schauen wir gerne in den Pott, weil es einfach Spaß macht. Ich wünsche euch alles Gute. Werden sicherlich um die vorderen Plätze jetzt dann auch ein Stück weit mitreden dürfen, haben wir uns heute erarbeitet. Euch alles Gute und trotzdem ein schönes Wochenende. Danke. Ja, danke, Herr Unterberger. Und ich leite über zu Christoph Dabrowski. Guten Abend auch von mir und Glückwunsch zu den 3 Punkten. Wir sind natürlich enttäuscht. Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ich habe auch gesehen, dass wir schwer ins Spiel reingefunden haben. Was kann ich meiner Mannschaft für einen Vorwurf machen? Ich glaube, eine mehr als ärgerliche rote Karte, wo wir dann den Elfmeter Rückstand kassieren, dann in Unterzahl, mehr als 70 Minuten den Rückstand hinterherlaufen. Ich glaube, bis zur Halbzeit hat die Mannschaft in Unterzahl gezeigt, dass sie das Spiel egalisieren und sogar drehen will. Ich glaube, vor dem oder nach dem 1:1 hat Zelle noch eine Riesenchance oder vor dem 1:1, wo wir 2:1 in Führung gehen können. Tommy Eisfeld, Lattentreffer, Nachschuss, weiß nicht, wer das war, wo Vollert dann hält. Ich glaube, dann stellen wir das ganze Spiel auf den Kopf, können dann vielleicht mehr in Verteidigungsabläufen rein. Zweiter Knackpunkt, das zweite Tor in der Nachspielzeit, wo wir es naiv verteidigen, und das dritte Tor, wo Haching dann den Deckel drauf macht, wo wir einfach im Verteidigen
Verteidigungsverhalten nicht gut sind, ja, wo wir dranbleiben müssen. Nichtsdestotrotz haben die Jungs versucht, über 70 Minuten in Unterzahl alles reinzuhauen. Ja, aber vielen Dank für die Komplimente, für unsere Entwicklung. Wir haben jetzt leider das zweite Spiel hintereinander an der Hafenstraße verloren. Ja, die Entwicklung ist gut, aber es geht darum, ja, wir brauchen jetzt auch nicht mehr auf die Tabelle gucken. Es geht darum, dass wir konsequent unseren Weg weitergehen. Das heißt, hier an der Hafenstraße konsequent die Energie als Mannschaft auf den Platz bringen. Eine Intensität, Mentalität, ja, sich keine Gedanken drüber machen, sondern vorwärts spielen, vorwärts verteidigen und ja, die Leute dann auch auf der Tribüne anzünden. Das ist unsere Verpflichtung. Und da glaube ich, dass wir jede Woche in irgendeiner Form Lob bekommen. Ja, aber diese Lobhudelei, die passt mir gar nicht, weil es geht darum, dass wir das, was uns auszeichnet, was uns ausgezeichnet hat, dass wir das zu 100% in aller Konsequenz auch hier wieder an der Hafenstraße auf den Platz bringen. Und da können wir, glaube ich, ein paar Prozent drauflegen. Das werden wir thematisieren und daran werden wir arbeiten. Ja, und euch alles Gute, ja, und vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke, Christoph. Haben Sie jetzt noch Fragen an die Trainer? Dann sind wir schnell fertig. Schönen Dank für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.